Wenn ich war 4 Jahre alt, habe ich zu Australien bewegt und wir, meine Familie, geht zu Australien, weil mein Vater hat einen neuen Job. Wenn ich war da, habe ich eine andere Kultur gesehen und es war eine neue Perspektive für ein kleines Kind, wo hat in den USA gelebt. Es macht mir sehr abhängig, weil ich konnte sehr viel mit keinen Eltern machen. In diesen Ländern habt ihr einen sehr easy Mode aus Leben. Sie leben in die Zeit und in dem Moment. Sie wirtschaften die kleinen Dinge ins Leben. In die Arbeitszeit, man arbeitet immer zu 5 Uhr, aber nach 5 Uhr, man geht nach Hause. Es war sehr untypisch nach 5 Uhr arbeiten, weil die Wetter ist immer so schön und es will immer etwas machen. Ich habe meine Zeit in Australien geliebt. Diese Möglichkeit gab mir einen neuen Blick auf nicht nur mein Leben, sondern auch andere Kulturen. Ich möchte meinen Kindern die gleiche Chance haben. Als ich war 9 Jahre alt, habe ich meine Zeit in Detroit begonnen. Durch die 4 Jahre aus meiner Zeit in Detroit, es war eine sehr schlechte Sicht war. Die Stadt war zerstört, die Polizei war kaputt, die Regierung war beschäftigt und die Leute hatten sehr viel Angst. Heutzutage hat Detroit ein neues Leben gefunden. Viele Leute von vielen Kulturen machte es einen großen Wiederaufbau. Detroit ist heute eine sehr interessante und spaßige Stadt. Ich bin sehr entspannt, dass ich konnte die Wiederaufbau noch nicht sehen, aber helfen. Ich liebe meine Stadt, es hat Charakteristen. Das sind ein Gefühl, dass die Leute von Detroit sind alle eins. Egal ob reich oder arm, wir sind alle in für das Wohl der Stadt. Eine Themen von Detroit sind, wir alle sind eins. Heute Detroit hat viele Aktivitäten für Männer. Von die bekannten Kunstmuseen zu unseren Sportmannschaften. Jeden Abend kann man etwas machen. Detroit ist ein Start auf dem Vormarsch. Wenn ich war in meinen 15 Jahren als Schüler, habe ich auf den Schüler-Basketballmannschaften gespielt. Es war mein drittes Jahr auf dieses Mannschaft und es war die größte Jahr für dieses Mannschaft, weil ich bin ein 15 Jahr und 8 andere Personen auf meiner Mannschaft. Es war die 15 Jahr. So, wir haben viele alte Personen auf die Mannschaft. Durch harte Arbeit und viele Zeit, meine Mannschaft hat ins Finale geschafft. Am Ende, obwohl wir verloren, wir gelernt, was es meint, eine Familie durch harte Arbeit und Vertrauen zu werden. Ich habe gelernt, wie es durch eine Herausforderung zu gehen. Und ich habe gelernt, mehr, dass ich jemals vor dieser Saison gedacht habe. Es war wirklich nur einmal im Leben.